So, was poste ich denn heute auf Instagram? Ey, könnte ich so mit meinem Bäumchen vielleicht oder so? Oder das Mikrofon? In diesem Video geht es um die fünf Dinge, die die meisten Leute auf Instagram falsch machen. Wenn du das wissen möchtest, dann bleib dran bis zum Ende des Videos. Ganz genau, eine ganze Menge hat sich getan bei Instagram, da werde ich ganz am Ende des Videos drauf eingehen. Aber zuallererst einmal, gib mir einen Daumen hoch, falls du diesen Channel noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Channel. Hier geht es um Instagram, hier geht es darum, wie du mit Instagram ein Expertenbusiness aufbauen kannst, von überall auf der Welt zu leben, quasi mit Instagram um die Welt zu reisen. Und da hast du sicherlich Bock drauf und in diesem Video möchte ich dir einfach mal die fünf häufigsten Fehler mit auf den Weg geben, die Leute machen, warum das eben nicht klappt. Und ganz, ganz großer Fehler Nummer 1 ist, dass sie keine richtige Nische ausgewählt haben für ihren Account. Ich habe das hier am Anfang so ein bisschen gezeigt. Hier, ich mache hier ein Foto von meinem Bäumchen und sowas. Ich poste was von meinem Essen. Ich poste vielleicht noch irgendwas. Das funktioniert oft nicht, wenn du ein Experte auf Instagram werden möchtest. Und deshalb solltest du dir von Anfang an überlegen und das Ganze wirklich in eine Nische runterbrechen. Also nicht sagen, ich mache was mit Fitness, sondern das Ganze noch in eine kleinere Nische hineinbewegen. Zum Beispiel, ich helfe dir dabei, ich helfe Berufstätigen dabei, mit Paleo-Diät abzunehmen, während eines stressigen Jobs oder sowas. Das heißt, du gehst in eine kleinere Nische rein, auch wenn das dann erstmal für dich so klingt, als, oh, da habe ich ja gar nicht so viel Reichweite. Stimmt, da sind weniger Leute, aber die Leute werden deinen Content viel mehr feiern und es ist viel wichtiger, eine kleine Anzahl von Menschen zu haben, die dich wirklich feiern, anstatt jetzt eine große Anzahl von Menschen, die dich irgendwie kaum sehen. So, ich mache mal ganz kurz an, ich habe mir hier noch ein paar Notizen auch gemacht. Also das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, dass sie den falschen Content posten. Und da kommen wir auch direkt zu Nummer 1. Wenn du deine Nische nicht ausgewählt hast, dann ist es schwer für dich, den richtigen Content zu posten. Damit meine ich in erster Linie Content, der zum Beispiel nicht zu der Zielgruppe passt. Oder Content, der einfach keinen Wert hat für die Zielgruppe. Ich habe das eben hier so gezeigt mit dem Bäumchen. Das hat vielleicht keinen Wert für deine Zielgruppe, wenn es um dein Thema geht. Und deshalb solltest du natürlich etwas posten, was werthaltig ist. So, wie findest du das heraus? Ganz einfach, schau dir an, was andere Influencer in deiner Nische schon gemacht haben. Schau mal über den Tellerrand hinweg, schau mal in die USA, was deine Vorbilder da vielleicht posten. Was sind bei denen die erfolgreichsten Posts gewesen? Analysiere deren Accounts, schau dir an, was die für Stories machen und halte dich vor allen Dingen am Anfang daran, bis du selber ein Gefühl dafür bekommen hast, was gut funktioniert auf Instagram. Du bist immer noch jemand, der quasi deiner Zielgruppe dient und du musst schauen, wie du deiner Zielgruppe am allerbesten weiterhelfen kannst. Nummer 3 ist ganz, ganz einfach, dass die Leute viel zu wenig Interaktion selber machen auf ihrem Channel. Das heißt, die posten vielleicht Bilder, aber die kommentieren nicht bei anderen, die antworten vielleicht auch nicht auf Kommentare, die liken keine Bilder von anderen, die sind quasi nur da, um etwas zu posten und vergessen ganz, dass da auch noch eine ganze Menge andere Leute da sind. Stell dir Instagram vor wie eine riesengroße Party und auf dieser Party solltest du auf jeden Fall jemand sein, der überall unterwegs ist, der mit Leuten spricht, der interagiert. Ich weiß, das ist eine ganze Menge Arbeit, aber gerade am Anfang lohnt sich das, du lernst über deine Zielgruppe was. Du erfährst eine ganze Menge und du wirst gesehen und bekommst dadurch auch Follower. Also ganz, ganz wichtig, nicht nur posten, sondern auch interagieren. Das nächste ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, den ich sehr oft sehe. Das ist, dass Leute viel zu wenig posten. Dass sie sehr perfektionistisch sind und sich sagen, ah, ich mache vielleicht mal einmal die Woche ein neues Foto oder so. Und das reicht einfach nicht, vor allen Dingen, wenn du merkst, dass du langsam Follower gewinnst, dann sollst du dafür sorgen, dass die natürlich auch was von dir bekommen. Du brauchst dir da auch gar keine Sorgen zu machen, dass es irgendwie zu viel wird für deine Follower, weil im Endeffekt der Algorithmus das eh nicht an alle ausspielt. Das heißt, es sehen eh immer nur 20% vielleicht der Leute deine Posts. Deshalb sind auch immer ein paar andere natürlich. Deshalb poste einfach ruhig am Anfang mal täglich. Nimm dir vor, Stories zu machen. Mach dir da auch einen Plan. Überleg dir, gibt es online auch coole Beispiele, wo man dann einfach mal sehen kann, 30 Tage Story-Ideen oder sowas. Und plane das und mache einfach Content. Nur dann wirst du besser und nur dann wird sich deine Zielgruppe auch mit dir beschäftigen. Und das allerletzte, was auch ein mega wichtiger Tipp ist, ist im Endeffekt,
dass die Leute nicht auf Instagram das machen, was gerade angesagt ist, sondern das, was sie am allerliebsten machen. Als Beispiel, du kannst ja auf Instagram mittlerweile, du kannst posten, du kannst Videos posten, du kannst Bilder posten, du kannst Stories machen, du kannst Instagram TV Videos machen. Und oft ist es so, dass eine der Funktionen ziemlich stark von Instagram gepusht ist. Aktuell sind das Instagram TV Videos, deswegen sitze ich hier. Deswegen mache ich dieses Video, weil ich sage, hey, das ist ja auch mal was Cooles, mal ein langes Video aufzunehmen und zu sehen einfach, dass das gerade gepusht wird. Das heißt, dieses Video wird mehr Views bekommen als zum Beispiel ein Video unter einer Minute. Und das ist gerade aktuell so und das ist immer bei Instagram anders, es ändert sich. Deshalb musst du natürlich auch jemand sein, der sich schnell auf neue Dinge einstellen kann. So, und wenn du das alles beherzigst und diese Fehler nicht machst, dann wird dein Instagram-Account schnell wachsen und du wirst damit auch schnell ein erfolgreiches Business aufbauen können. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie das geht, dann schau mal in diesem Post oder am besten in meiner Bio vorbei. Dort habe ich immer was für dich verlinkt, wie ich dir zeige, wie du als Coach, Berater, Experte mit Instagram um die Welt reisen kannst. Alles klar, like das Video, kommentiere, schreib deine Meinung dazu. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Alex. Ciao.